So, du hast eine Switch, hast aber noch nie Breath of the Wild gespielt, willst aber unbedingt Tears of the Kingdom ausprobieren, hast aber keinen Plan, was im Vorgänger abging. Hier die Story in 214 Sekunden. Link wacht von einer mysteriösen Stimme geweckt aus seinem übertrieben langen Nap auf. Spoiler, es ist Zelda. Er findet sofort das Sheikah Slate, was so eine Art iPhone-Switch-Mischung ist. Damit kannst du Bomben erstellen, Wasser einfrieren, Zeiten halten, hast einen Riesenmagnet und kannst Fotos machen. Du rennst raus und triffst einen mysteriösen, bärtigen Mann. Spoiler, es ist der verstorbene Papi von Zelda, König Rome. Der lässt dich wissen, hey, alle deine Freunde, bis auf Zelda, sind tot und du hast 100 Jahre gepennt. Was ist eigentlich los mit dir? Um sich auf den Kampf mit Calamity Ganon vorzubereiten, entdeckten Hylianer so Guardians und 4 Titanen. Somit wurden 4 Champions, auf Deutsch Recken, auserwählt, um diese Titanen zu steuern. Deine 4 Freunde waren das. Ganon, ja, der Schlawiner, der Frechdachs, verfügte aber über die Guardians und Titanen und killt alle deine Freunde. 4 Recken? Wohl eher Verrecken. Verstängern's. Link wird verletzt, muss 100 Jahre neppen, Zelda kann Ganon nicht alleine besiegen, wird, glaube ich, verspeist, weil es in mehreren Tagebüchern so drinsteht. Eine Ewigkeit später. Link hat so ziemlich alles vergessen und wir kriegen die Story nur durch Flashbacks erzählt, die Link triggert, indem er zu Orten läuft, in denen er vor 100 Jahren war. Link kann sich komplett frei bewegen in dieser Open World, heißt, dass die Reihenfolge, in denen er sich auf den Weg zu den Titanen macht, ziemlich egal ist. Diese 4 Titanen sind in unterschiedlichen Regionen unterwegs, die alle von verschiedenen Völkern belebt werden. Elefantentitan ist zum Beispiel bei den Soras, den Fischmenschen. Dort haben wir Prinz Sidon, wessen ein Nachfahre der verreckten Mipha ist. Salamandertitan ist auf dem Todesberg, also dem Vulkan, unterwegs. Dort leben die Goronen, die steinfressenden Steinmenschen. Und dort haben wir Yunobo als Nachfahren. In der Wüste haben wir den Kameltitanen. Dort lebt der Gerudo-Stamm. Die Gerudo sind diese riesengroßen, starken Mami. Hier regiert Raiju, wer weiß das schon, als Nachfahrin der verstorbenen Urbossa, und zum Schluss haben wir den Vogeltitanen und den Vogelstamm, die Orni. Dort ist Heba der Nachfahre. Die in Anführungszeichen Elemente sind hier Eis und Wind. Jeder dieser Titanen ist ein Riesendungeon. Die Seelen der verreckten Recken begrüßen dich hier recht herzlich. Du besiegst den Endboss, befreist somit den Titanen, der klettert dann auf Angriffsposition und drückt dem Schloss, befallen von Ganon, erstmal einen fetten Laser, um ihn zu schwächen. Du erlernst dann noch dazu die Kräfte der Recken. Einmal Second Chance, wenn du stirbst, Schutzschild, Donnerschlag und in die Luft steigen. Link macht sich dann auf den Weg in die verlorenen Wälder, um das Masterschwert zurückzuholen, das Zelda so schön vor 100 Jahren hier platziert hat, um sich wieder auszukurieren. Und ja, dann gehst du halt ins Schloss, in dem so Baba-Musik läuft. Können wir das mal einfach kurz appreciaten? Ja, und dann ist halt da Calamity Ganon, den verbannst du natürlich mit Hilfe von Zelda und alle sind happy. Doch dann, 6 Jahre später, Saxophon-Solo.